Ortsfahne, flankiert von den Fahnen der Stadtgemeinde Rohrbach und der Gemeinde Berg. Das steht symbolisch für die Sportunion Rohrbach-Berg. Zentrasport, Milchwirtschaft und die Sparkasse Mühlviertel West, drei Sponsoren der Veranstaltung Mühlviertler Fußball Nachwuchscup. Sechs Mannschaften von den Miniknaben und fünf von den Schülermannschaften konnten sich gewissermaßen für das Finale qualifizieren. Sehr schöne Pokale und zahlreiche Sachpreise sollten einen Ansporn für die Mannschaften bilden. Habt ihr euch schon einen ausgesucht? Die Herren Sponsoren,
Lassen wir die Mannschaften sich aber jetzt vorstellen. Kräftiger Spitz. Union Arbeit! Sehr gut. Wenn ihr so gut spielt, wird ihr schreien können. Da wird ihr das Turnier gewinnen. Ne? Wer ist denn der beste Spieler für euch? Da sind sie. Und wer hat die meisten Tore geschossen? Du, wie viel hast du schon geschossen? Sieben, sagt der Herr Trainer. Und waren es recht zufrieden mit der Mannschaft? Ja, ja. Im Gott, bei den Turnieren und alles. Ja. Ja, recht zufrieden war der Perger Trainer bis jetzt mit seinen Miniknaben. Aber schauen wir mal, wie es in dem ersten Spiel gegen die Union Altenfelden ergeht. Der Einsatz scheint zu stimmen. Für Berg. Dort, wo sonst die Stürmer den Ball hineinschießen, war es diesmal der Altenfellner Torhüter. Spiele hat die Union Berg sehr gut gespielt und wurde somit Siegermannschaft der Miniknaben. Wir besprechen das noch. Viele von heute. Nicht nur das Gewinnen ist schwer. Auch das Halten des Pokales scheint ziemlich anstrengend zu sein.
alles. Schaut einmal die Kamera halbe noch. Neben den Pokalen für die Sieger gab es natürlich auch für die anderen Mannschaften viele herrliche Sackpreise abzuholen. Aber nicht nur die Berger spielten sehr gut, auch die anderen Mannschaften hatten einiges zu bieten. Schauen wir uns einige Spiele aus den Miniknaben einfach an. Dass Cornerbälle sehr gefährlich sind, das haben wir heute schon öfters gesehen. Bei den Miniknaben nahmen insgesamt 31 Mannschaften an der Veranstaltung teil. 6 davon qualifizierten sich für das Finale. Es waren dies die Mannschaften Berg,
Nahen, Unterweitersdorf, Altenfelden, Heilstein und Gallnerkirchen. Bayern München war nicht dabei. Alle Miniknaben waren mit Fleiß bei der Sache, zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern gefälligen Fußball. Ziel der Veranstaltung ist, speziell den Nachwuchs im Mühlviertel zu fördern. Und man sieht auch schon, dass einige Spieler bereits in diversen Landesauswahlen spielen. Und vielleicht sehen wir auch in der nächsten Zukunft Spieler, vielleicht in der Bundesliga, die bei höheren Vereinen spielen. Wie man sieht, ist es sicherlich noch ein weiter Weg zur absoluten Spitze. Die Spiele wurden im Großen und Ganzen sehr fair geführt.
Deswegen kam es auch zu sehr wenigen Strafstößen. Einen davon sehen Sie hier im Bild. Und er wird prompt verwandelt. Aber auch aus Freistößen kann man herrliche Tore erzielen, wie Sie hier sehen. Die Zuschauer waren von den Spielen begeistert. So manch kleiner Knirps hat aber mit seinem Vokabular wohl ein bisschen übertrieben. Thank you.
Das waren die Spiele der Miniknaben und für die Schüler wünschte uns Herr Engleder ebenso spannende Spiele, die den Besseren als Sieger sehen sollten. So war es dann auch. Und war Rohrbach gegen Mauthausen. Zwei Favoriten wohl. Anders als bei den Miniknaben wird hier bei Freistößen schon um jeden Meter gefeilscht, wie Sie hier sehen. Bei solchen Spielen gehen die Zuschauer voll mit und alle Hobbytrainer melden sich zu Wort. Jawohl, aufgebannt, hopp auf, hopp auf, guck mal. Hier sehen Sie das Potenzial der Trainer. Aber besonders bei den Schülermannschaften sehen die Zuschauer hervorragende Spiele. Hier geht gerade Mauthausen 1:0 in Führung. Ein wunderschönes Tor. Auch die nächsten Spiele meisterte Mauthausen bravourös. Hier sehen Sie eines der wenigen Gegentore, das die Mauthausener kassieren mussten. Ansonsten spielten sie aber sehr gut und wurden somit auch zum Sieger bei den Schülermannschaften. Bei den Schülern gilt in der Halle das Gesetz, einmal draufhauen und der Ball ist am anderen Ende.
bei den Schülern, das sind alle Spieler unter 14. Insgesamt 35 Mannschaften und Nachwuchskartei. Fünf davon konnten sich für das Finale qualifizieren. Es waren dies Mauthausen, Anreit, Schweinbach, Freistadt und die Mannschaft aus Rohrbach. Aus Freistößen waren die Rohrbacher immer gefährlich, erzielten so manches Tor. Wenn man dieses Tor hier sehen möchte, braucht man eine Zeitlupe. Turnier, das das größte Österreichs darstellt, nehmen 66 Mannschaften mit ca. 700 Aktiven teil. Die Sponsoren wenden dafür eine Summe von ca. 60.000 Schilling auf. Die Spieler haben es recht eilig, sich diese Preise abzuholen. 197 Spiele werden bei dieser Veranstaltung bestritten.
Und eine ganze Menge schöne Tore werden erzielt. Die Veranstalter sind stolz darauf, dass dieses Turnier alljährlich in der Rohrbacher Bezirkssporthalle stattfindet. Herzliches Dankeschön mit den Sponsoren, die diese Veranstaltung finanziell sehr tatkräftig unterstützen. Wird dieses Turnier wieder stattfinden. Allerdings sind an den Rändern Banden aufgestellt. Das verspricht noch spannendere Spiele. Die Spiele sind vorbei. Ein großes Turnier ist zu Ende, man freut sich über den Sieg und das Rahmenprogramm, für das die Veranstalter gesorgt haben, kann beginnen. Die stammen vom Auszug der Mannschaften aus der Halle, teilweise recht reich ausgestattet mit Pokalen und mit Geschenken, die sie für ihre Platzierungen von den Sponsorfirmen erhalten haben. Thank you.
haben aber die Siegerehrung nicht etwa versäumt. Lassen Sie uns da ein bisschen zusehen. Wie schon einmal erwähnt, ca. 60.000 Schilling wurden von den Sponsoren aufgebracht. Stellvertretend seien hier genannt Herr Willi Niedersüß von der Firma Centrasport Niedersüß, Herr Alfons Meierhofer von der Firma Coca-Cola, Herr Wagner, und Diplom-Ingenieur Teufel vom Milchwirtschaftsfonds. Ein spezieller Dank geht auch an das Organisationskomitee mit den Helfern. Der Musikkapelle und der Kapellmeister Luisa Schönberger, der steht ganz hinten. Ein herzliches Dankeschön. Aber besonders bedanke ich mich bei euch, liebe Funktionäre der einzelnen Vereine. 76 Mannschaften waren hier in unserer schönen Sporthalle. Die Gelegenheit auch wahrnehmen und vor allem auch Funktionären, den Trainern und den verantwortlichen Sportvereinen dafür zu danken, dass sie den Sport Fußball so hoch halten und dass sie so wesentlich zum Aufschwung dieses Sportes beitragen. Ein hinter die größte Veranstaltung gesetzt, die in dieser Halle in ihren 10-jährigen Bestehen abgewickelt wurde. Herrn Niedersüß blieb es vorbehalten, sich bei allen Sponsoren recht herzlich zu bedanken. Es sind dies Ehrimer Sportbekleidung, die Sparkasse Müllviertel West, die Firma Hightech Sportschuhe, die Müllviertler Rundschau, der Milchwirtschaftsfonds, Scherdinger Molkereiverband, die Firma Coca-Cola und die Rohrbacher Kaufmannschaft. Allen sei recht herzlich gedankt. Thank you.
Darf ich das, die Hightech, darf ich das überreichen? So, super, gut. Super. Ist ein schwerer Pokal, ne? Ja. Das ergab eine insgesamte Spielzeit, aber zweiter ist auch nicht schlecht, oder? Sind Sie enttäuscht? Oder vier? Vier. Sind ja Schüler. Vier. Ein Seitdown. Ein Seitdown. Ein Seitdown für jeden. Ein Seitdown. Wer ist der Torschützenkönig von euch?